Wirklich? Türö! Luft, du warst vorhin so enterwütig, nicht wahr? Im besten Fall sind das jetzt keine beschissenen Schatten. Es ist natürlich wieder eine Galeone. Hab ich nicht gesehen, aber es ist Haag. Also macht keinen Unterschied. Okay, Bermo, harponierst du uns rein? Ich zieh das Segel hinten ein. Bin noch mitten am Sortieren. Ihr Schweine! Es sieht nach Schatten aus, aber wir haben Tag. Also an die Arbeit, Luft. Unter Deck macht es keinen Unterschied. Doch. Doch. Ja. Die sind so freundlich. Fein. Dann muss eben mein Loch wechseln. So, wir dürften ein Loch haben, ne? Haben wir. Okay, see you later. Immer wenn ich am Schippen bin. Hi. Oh ja, toll. Danke für die Flammenkugel, Bruder. Du hast dich selbst angezündet dabei. Ja, du hast uns angezündet. Und das Wasser reißen ist. Hier unten. Weil das Wasser kocht hier unten aus irgendwelchen Gründen. Wie das Wasser kocht! Das Wasser hat gerade gekocht und jetzt bin ich fast gleich tot, weil du mich angezündet hast. Du bist in das Feuer reingerannt. Das Feuer war vor dir da. Das kann ich doch nicht so für. Wo sind sie? Da. Leute! Lasst das! Alter, könnt ihr aufhören? Keine Donnerbomben, bitte. Ah ja, genau, schon. Wir wischen dich da unten noch? Ja. Okay. Ich wurde gerade weggeballert. Ich werfe eine Brandbombe nach vorne, damit ich hoffe, ich nicht Wärme angezündet habe. Nein, habe ich nicht. Gut. Ich hatte jetzt fest damit gerechnet, weil meine Friendly Fire Quote ist gerade sehr hoch. Oh, fuck. Haben die unten eigentlich ein Loch Luft? Nee. Da kannst du eigentlich nach oben kommen. Ja, es kann gerade nicht. Ich glaube, jetzt haben die noch gekriegt. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich bin gerade umgeben von 5, 6 Skeletten. Und ich bin tot. Nein, nicht, nein, nein! Nein! Schon wieder die Minecraft-Problematik. Ich nehme noch eine Brandbombe, ich schmeiß die oben aufs Oberdeck. Es sei denn, du bekommst sogar Hochluft. Ich komme gerade nicht hoch und der hat nichts gegessen. Warum hat er nichts gegessen? Iss doch! Hi. Ey. Bist du? Keine Feuerbomben mehr. Nein, nein, muss ja auch nicht mehr. Du bist jetzt oben. Das heißt, du verhinderst automatisch, dass die auf Bärmo schießen können. Wenn du neue Proviant brauchst, kannst du ja kurz zurück zum Schiff kommen. Obwohl, dreht sie gerade? Ich glaube, die drehen, versuchen einzudrehen.
Wenn du es richtig berechnest, kannst du dir vielleicht erwischen. Ja, ich versuche. Ja, wir drehen uns definitiv im Kreis, nehme ich an. Ja, wir drehen uns immer im Kreis. Das heißt, bis die Merkfrau man sich holt, kommen sind Ewigkeiten weg. Ich versuche gerade aufs Schiff zu springen. Versuch es zu schneiden. Ja, was denkst du, tue es gerade? Ich bin nicht so dumm. Ich glaube nicht, dass du so dumm bist. Keine Sorge. Leute, da vorne. Achtung, Bärm, ich werfe Brandbombe. Warte, warum höre ich Musik? Weil Meerjungfrauen wütend auf dich sein werden. Ah. Ja. Hey, Alter. Can we talk about it? Jedes Mal. Ja, nee, das kann euch nicht schneiden. Fuck, uns haben nur die Donnerbüchse dabei. Hi! Na, how's your day? Wir haben halt wirklich ein kleines Loch, das macht Sachen etwas komplexer. Aber die scheinen immer noch zu brennen. Da ist mir Jungfrau Mann. Zwischen den Sirenen. I can do it. I believe. I can fly. Alter. Hallo. Willkommen zurück. Arsenal öffnen. Vielleicht passt mir eine Pistole besser. Zweites Loch habe ich gerade gehört. Hoffentlich haben wir das gekriegt und nicht die. Sieht nach denen aus, dass sie ein Loch gekriegt haben. Wir nicht. Also mit Schusswaffen wirst du wenig machen können gegen Skelett. Das Schwert ist immer das Beste. Ja, ich wollte ein bisschen. Ja, das ist auch vernünftig. Als Idiot, ich habe kein Problem damit genommen. Egal. Himmelfahrtskommando. Geh den Kapitän schlagen. Oh oh. Hi. Hallo, hallo Pissflitscher. Es ist so wunderherrlich. Sag mal. Will man einmal. Ich liebe den Geruch von Enterkampf am Morgen. Aua! Brecher Scharfschütze. Das war noch bei uns, oder? Ja, perfekt. Fünf Steppers, fuck! Geht! Komm hier! Das war das. Das hat irgendwas explodiert. Das war die Kanonenkugel, die das Geld hinter dir zerfetzt hat. Ah, ja. Gerne. Nehmen wir es an. Mitteldecker reißen. Oh nein, es ist Nacht. Nein. Alter. Die Berühmtheit geht richtig gut hoch, wenn man so ein Sketchup permanent im Enterkampf hält.
direkt voraus ist entweder eine Schatzkammer oder ein Schrein. Das müsste der sein, von dem wir gerade hergekommen sind. Es ist der, von dem wir gerade hergekommen sind. Ah! Oh. Jetzt kriegen wir die ganzen Löcher oder was? Sketchup ist weg. Ja. Nein, nein, nein! Nein, Luv! Und erinnert euch, liebe Kinder, immer ein Schiff zu verlassen, während es gerade am Sinken ist. Sonst müsst ihr unter Wasser über Bord springen. Und wir wissen, wie das läuft. Das hat funktioniert. Nach dem vierten Versuch. Wenn du also diese eine von vier Personen sein willst, du hättest... Die Evil's Roar. Man explore. The Evil's Roar. The Omen Stay. No. So, strike to those who they... Dreh es. Dreh das Schiff. Dreh das Wird Schiff. Getan. Okay, I do it myself. Auf einem anderen Bildschirm ein paar Sachen testen, so. Oder überprüfen. Okay, Luffy, ich bin recht von dir. Ein paar Bananen soll das Schiff haben. Noch Stab, yay. War es das? Sieht danach aus, aus. Ja. Ja. Auf zum nächsten Außenposten, Außenposten. Ja. Weil hinter uns sehe ich, glaube ich, etwas. Ich habe meine Sniper, das ist natürlich nicht. Nein, ist noch dumm. Diese Paranoia-Türme von damals. Ja. Der Außenposten relativ nah ist, können wir direkt schon mal die Segel richten. Ich bin sofort wieder. Jo. Na. Der Und wir sind wieder eine Loot-Pinata, wir sind wieder eine Loot-Pinata. Ja, aber nicht mehr lange. Wir sind wieder eine Loot-Pinata. Die Loot-Pinata sind wir. Wir können vorne einziehen. Jetzt wollte ich gerade gucken, was wir mal brauchen, weißt du? Wo habe ich den Schädel plötzlich her? Was? Der Verdorbene? Ah ja, genau. Den habe ich gerade aus in die Hand genommen. Ich wundere mich gerade plötzlich, wo kommt der plötzlich her, wenn ich das Segel gerade greifen wollte. Wir müssen hinten einziehen. Gallons Grove ist zum Glück sehr schön zum Verkaufen.
25 Korallen tun. Was? Ja. Scheinbar zählen sie Transportkästen. Dazu sicher bin ich mir aber nicht ganz. Aber sowieso kommen die Transportkisten immer als letztes weg. Ja, ich bringe die Seelenohrensachen weg. Ja. Wir suchen Außenposten. 3 von 7. Bringst du deine Goldhauter-Sachen weg? Bin schon dabei. Jetzt mitverkauft? Nein, das sind Handelsbund-Sachen. Handelsbund ist alles in der Mitte. Am Rand. Mitte? Ach, Goldorder. Genau. Jetzt. Genau, dann mache ich ja gerade. Links und Seelenorden ist rechts. Nein, warum Spiel? Was hatte ich hier gesagt? 6 Stück, ne? Hatten wir. Ja, wir hatten auch 6. Was die Schädel, was die Kisten angeht zumindest. Ja, ja, die Kisten, das war das, was ich wissen wollte. Oh, wir haben es heute schon fast auf Level 20 geschafft, ne? Ja, es geht richtig schnell. Okay. Würde dann gleich wieder eine rauchen gehen? Ja, ja. Bis zum nächsten Ort ist noch ein Weilchen hin. Also da hast du. Deswegen. Da hast du die Strecke. Im besten Fall wird Luffy in der Zeit nicht disconnected, sodass es nicht allein auf dem Schiff bleiben muss. Weil wir wissen, was passiert, wenn das passiert. Auch das hat vorhin auch super funktioniert. Das alleine war schon ein Wunder. Opa die Lotion, mein Pony ist oben im Bettchen, mein Pony ist oben im Bettchen, wird bald zur Wurst verarbeitet, wird bald zur Wurst verarbeitet. Nun, das hat das Pony auch verdient. Deiner Kosmetiktruhe wurde ein neuer Titel hinzugefügt. Ja, okay, was für ein Titel? Ja. Ach so. Was will wieder Dinge von mir? So. Warum? Nass. Für Stufe 16 erhalten. So. Willkommen zurück, Luf. Und schon so gut war das verkauft? Nein. Nein? Perfekt. Die ganzen Händlersachen sind noch nicht angetouched. Also an die Arbeit. Sind die Kisten alle leer? Die nicht bei mir im Haufen stehen, sind leer. Es war ja egal, wo wir die verkaufen, ne? Ja. Die Edelsteine, ja. Oder die Kisten, die Korallenschatztruhen? Ich glaube, die sollten wir am besten beim Goldsammer verkaufen, wenn die als Schatztruhen zählen sollen. Ich bin mir aber nicht sicher. Man kann die überall verkaufen, aber ich glaube, die zählen nur beim Seelenorden, beim Goldsammer als Schatztruhen. Wenn überhaupt. Das gibt es keinen Grund, dass sie wirklich zählen. Wir wissen jetzt, wie viel wir jetzt vorhaben. Ich habe jetzt mal die erste verkauft. Und dann gucke ich mal eben schnell.
Na gut, wir hatten noch ein paar weitere Korallenschatztruhen verkauft. Wir hatten ja ein paar. Ja, aber mein letzter Stand war jetzt 6. Was sind denn? Schreine. Ist auf Seite 1, lustigerweise. Ja, wo auf Seite 1? Das ist das Ding. Unten. Ah, Korallentruhen. 13. Ja. Also zählen die. Ja, und wir wissen nicht, wir haben die noch nicht verscherbelt, die wir hier haben. Wir können das schauen, sobald wir die losgeworden sind. Jetzt haben wir aktuell 13, wir haben keine weiteren regulären Schatztruhen. Oder keine weiteren Korallenschatztruhen. Okay, warte, ich verkaufe jetzt. Dann gucke ich. Nicht vergessen, müssen möglicherweise nochmal schauen, weil der manchmal ein bisschen Schlaganfall hat. Naja, Vorzeit zählen auch. Okay, perfekt. Wo gehen wir die Edelsteine ab? Auch bei Gold oder? Wo auch immer du willst. Ich werde sie aus Bequemlichkeitsgründen beim Goldsammler verheizen. Ich würde sie beim Handelsboot machen. Der ist nicht so weit weg. Ja, die hier, die ich gerade dabei hatte, verkaufe ich aus Bequemlichkeitsgründen. Ach so, die. Ja, aber den Rest können wir beim Handelsboot verticken, weißt du? Ja. Weil dann brauchen wir die Kisten nicht. Ich meine, wir können die Kisten sowieso einfach direkt vorbeibringen bis zum Goldsammler und die Edelsteine verkaufen. Und dann wird es egal. Ja. Wir kriegen trotzdem den Krankenschatz. Ganz genau. Oh, ich bin bei fast 1 bei 5. Jetzt genau. Ich, was ich meine? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Okay. Meine Antwort ist 42. Sehr schön. Mit oder ohne Milch? Die Frage ist nicht mit Milch, sondern mit wie viel prozentiger Milch. Alkohol, mit mehr Alkohol. Nicht ganz die Prozent, auf die ich hinaus wollte, aber in Ordnung. Damit lässt sich auch arbeiten. So, das nächste Ziel ist der Schrein der nassen Umarmung hinter Crooked Masts. Sehr schön. Dann bin ich mal eben kurz weg, bin sofort wieder da. Jawohl, wir schippern das Schiff darüber. Sehr schön. Sobald Luffy wieder an Bord ist. Ja, wollte es gerade so ein bisschen. Ich wollte gucken, wie lange du brauchst. Fordere mich nicht heraus. Ich überlege gerade, ob es Hund oder Katze will. Wie viele Münzen hast du denn überhaupt? 1450. Okay, das wird auf jeden Fall reichen, dir Piggy zu holen, falls Piggy jetzt gemacht wird. Solange du einfach sicherstellst, dass du immer 500 auf Tasche hast, kannst du immer das Schwein kriegen. Hm. Ja, Affen gibt's ja auch. Wir hatten ja, während wir letztens Points gefahren haben, liebe Gemeinde, das kann man ja schon mal so erzählen. Oder nicht schon mal, kann einfach mal so erzählen. Auf einer Insel, wenn wir einfach nichts gemacht haben, außer Barbecue-Grill-Party, 2 von diesen Mistviechern. Yes. 2 von diesen antiken Skeletten, die einfach hochgekommen sind und die wir einfach verprügelt haben für einen richtigen Haufen Münzen. Hat da nicht einer irgendwie 800 nicht? Nee, einer hatte 400? Ja, und der andere, ich glaube, so 200. Sicher bin ich mir nicht mehr. Auf jeden Fall saßen wir da und dachten uns, okay, von mir aus. Dann haben wir uns nicht weiter darüber beschwert und waren sehr zufrieden. Yes. Womit ich Folgendes aussagen möchte, Luf. Ja. Beweg dich. I am... Oh. Oh. Hast du den Davy Jones Affe gesehen? Ja. Der ist ja voll cool. Das ist er.
Hast du dich mal in Erwägung gezogen, einen Kerkerhund zu holen? Ja, hab es. In Erwägung gezogen. Ich gucke bei den Sammler. Oh, der Ruf des Jäger Papagei wollte es ja auch immer haben. Die Sammlertiere sind halt auch echt cool. Oh, man kann das Herz sehen. Von diesen Schnitterherz-Sachen? Astgrauenflures. Ah. Ah, die. Wie Schnitterherzen mit Lava. Man sieht aber das Herz, wortwörtlich. Ja, man sieht das aschgraue, pochende Lavaherz. Hm. Oh, aber so ein Goldtier hätte es auch gerne. Das schon mal in die richtige Richtung. Nur weil wir so schön ästhetisch angelegt haben, heißt nicht, dass wir so bleiben müssen. Ich liebe es, wenn mein Zimmer nach frisch gewaschener Wäsche riecht. Hey, du bist angekommen, bevor Luft das Schiff erreicht hat. The hell? Wenn man sich den Kerkerhund oder den verfluchten Affe kaufen will, Geschäftsbedingungen findest du auf www.seaofthieves/terms-of-sale. Bei den anderen nicht. Wahrscheinlich was mit Disney zu tun hat. Das kann sein. Was? Disney? Übrigens, das neue Schiffsset, das man im Emporium kriegen kann, hat eine Krokodilskalionsfigur. Und es kursiert aktuell die Theorie, dass dieses Kästchen, mit dem Jack Sparrow am Rumarbeiten gewesen ist, wofür sie ganz ärger gewesen ist, Tinkerbell ist. Dass die da drin sitzt. Es wäre schon fucking lustig, wenn Captain Hook plötzlich hier ankommt. Aber dann würden wir sofort von Krokodilen gefressen werden, dann wären wir sehr traurig. Wieso? Wir schnappen uns aber Captain Hook. Ich gebe ihm schnell die Jalousien schließen, damit sofort da. Und jo. Benutze ihn als Shit. Oder so? Du hast noch eine Hand! Die kann noch weg! Dude, du hast eine Hand zu viel. Nein. Oder? Dann wird er plötzlich zu Captain links-rechts haken. Ich werde sie exekutieren. So. Komm schon, Luf. Ich bin doch schon auf dem Weg. Willkommen an Bord. Es ist Drip-Hundi. Hundi. Hi. Auch wenn in der Beschreibung eigentlich Fuchs steht. Ich kann ihn Fuchsi nennen. Wie hast du ihn überhaupt genannt? Natürlich. Traditions, Brother. Traditions. Natürlich. Eigentlich wollte ich halt ein Outfit für Birdie kaufen. Ja. Aber dann habe ich kein Outfit für Birdie gekauft. Das ist aufgefallen. Und jetzt weiß ich, ob man für diese Tiere Outfits kaufen kann. Meinst du, der pinkelt flüssiges Gold und zündet das Schiff an? Höchstwahrscheinlich. Maybe. Weil Gold für Gewinner ist.